Hallo und herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Und bei einem neuen Snacktest. Wir haben uns das Magnum geholt, die Special Edition dieses Jahr, in Pink and Black. Und wir haben uns für die Minis entschieden, dann können wir nämlich beide eins essen. Genau. Und ich freue mich schon total. Ja. Ich mach's einfach mal auf, ne? Mach du auf, ich erzähle noch ein bisschen. Also die sind, das Pinke ist mit Himbeer und das Schwarze ist mit Espresso. Und es sind jeweils 3 Stück drin. Und die Packung hat mich schon total begeistert. Die ist super schön, finde ich. Und die sehen auch super aus. Wollen wir jeder eins aufmachen? Genau. Und dann lass mal zeigen, wie die aussehen. So, pink. Ja, das sieht so ein bisschen glitzerig pink sogar aus. Und leichter Schimmer ist da drauf. So ein hellrosa. Und so wie so Perlmuttglanz ja. So ein bisschen, ne? Also wie ich das aus der Werbung kenne, ist das Schokolade und dann ist das nochmal übermantelt mit diesem Himbeerüberzug. Riecht nach, riecht eigentlich gar nicht nach Himbeer oder so. Noch nichts Bestimmten. Nee. Riecht eins? Ja, nach Kaffee. Aber noch dunkler Schokolade. Nach dunkler Schokolade, aber richtig herb. Steht hier auch nur mit pinkfarbenem Überzug, 6%. Okay. Macht das von dem Eis aus. Ich kann es kaum erwarten. Ja, los. Schönes Magnumknacken. Wirklich knackige Schokolade. Zeig mal. Also, eine richtig schöne dicke dunkle Schokolade, darüber ein leichter rosaner Überzug und da drin rosanes Eis und auch an das Eis bin ich noch nicht richtig dran gekommen. War wieder so gierig, bei mir ist schon. Also schmeckt richtig schön nach dunkler Schokolade und Kaffee. Und das schmeckt richtig schön nach Himbeer. Schmeckt richtig himbeerig und so süß, lecker, aber jetzt auch nicht zu süß. Hier sieht man diese Verteilung von der Espresso-Creme, wie sich da so durchschlängelt. So, da ist richtig viel drin. Man sieht das hier auch. So, ich habe es jetzt halb auf. Ich auch. Nee, lass ruhig. Also, okay. Und? So, ich habe es jetzt halb auf und es schmeckt wirklich richtig lecker. Also leckeres Himbeereis, schönes Milcheis innen und noch durchzogen mit so ein bisschen pinker Himbeere. Außen ganz knackige Schokolade, die schmeckt nicht nach Himbeere, sondern wirklich schön nach dunkler Schokolade. Und jetzt wollen Eva und ich mal tauschen. Genau. Ich zeige meins auch nochmal. Ihr seht hier wirklich die krasse Espresso-Creme, die sich da durchzieht. Und das ist wirklich sehr kaffeelastig, sehr herb. Also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Okay. Du magst es gerne? Ich mag es, aber es wäre jetzt nicht so von den Magnums so mein absolutes Favorite. Also dieses hier es schon. Es ist herb, aber die Größe es reicht. Es gibt auch noch von Magnum so ein Himbeer-Joghurt. Das ist das super. Mag ich so dieses gerne. Joghurt-Eis. Das ist auch mein Das mag ich so gerne. Das mag ich noch lieber als das hier, aber das hier ist auch wirklich richtig gut. So, tauschen. Das ist wirklich schön fruchtig hier. Und dieses ist richtig herb. Das ist ein Männereis, würde ich fast sagen. Und das ist, also schmeckt gut, aber ich bin ja nicht so ein Fan von so starkem Kaffeegeschmack. Also das hier ist richtig lecker. Das ist auf jeden Fall auch noch cremiger. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das wäre schon so wie so eine Karamellcreme. So hier dieses Durchzug. Also das schmeckt viel stärker als hier. Genau, das merkt man es nicht so. Hier ist nur so ein bisschen wirklich dieses cremige. Das ist wirklich wie so eine Creme. Und das ist richtig. Und ich habe fast das Gefühl auch, als wäre die Schokolade dünner als da. Bei diesem. Wenn wir mal. Komm, wir halten es mal. Ja. Also, ich habe das Gefühl, als wäre die hier etwas dünner, die Schokolade. Vielleicht, weil da noch diese zusätzliche rosa Schicht drauf ist. Weil das kam mir noch knackiger und noch dicker vor. Nee, sind bei beiden 28%. Aber hier ist zusätzlich 28% jeweils die Schokolade. Und dann sind hier nochmal bei den pinken 6% der Überzug. Ja, genau. Effektiv ist das mehr. Ja. Hast du mehr Knackeffekt. Aber das erinnert mich auch wirklich an dieses Joghurt-Himbeereis von Magnum, was dann außen auch nur Milchschokolade ist. Aber vom Geschmack her nicht, finde ich. Ich finde, das Joghurt-Himbeereis schmeckt noch viel frischer. Von der Frische her ja, aber es erinnert mich so von der Kombination von der Himbeere und von der Schoko erinnert es mich daran. Ich kann das ganz gut essen hier, aber ich würde mich immer für dieses Pinke entscheiden. Ja. Und du? Ja.
auch. Guck mal, jetzt kommt da noch so was richtig Pinkes. So. Mhm. Diese Soße, ne? Mhm. Diese Füllung. Ja. Also dein Favorit ist auch pink? Mhm. Okay. Also mein Favorit ist auch pink. Ja. Beide schmecken gut. Bleiben bei den Mädchen. Aber das ist wirklich sehr stark. Also ja, da muss die man Schokolade das schmeckt schon besonders dunkel. Und in Kombination noch mit diesem Kaffeegeschmack. Das muss man wirklich richtig gerne mögen. Dann ist das toll, aber sonst... Ja. Stell dir mal vor, ich glaube, die normalen sind ja dreimal so groß. Stimmt, genau. Also wenn ich das jetzt... Ich habe jetzt hier erst ein Stückchen von der Hälfte gegessen. Halbes davon war in Ordnung, weil das und ganz so... Und ich finde, also das andere... Wir haben ja zum Glück noch mehr. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon probiert, dieses Eis, und habt Lust, uns in die Kommentare zu schreiben, welches euch gut geschmeckt hat oder welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, uns zu schreiben, was euer liebstes Magnum ist. Also wir sind uns ja einig, unser liebstes ist wirklich dieses mit Joghurt und Himbeere. Das gibt's ja auch noch mit weißer Schokolade drum. Das kenne ich nicht. Das, also soweit ich weiß, gibt es dieses Magnum mit Joghurt und Himbeer. Mhm. Einmal mit dunkler Schokolade und einmal mit heller Schokolade. Okay. Aber ich mag das mit der dunklen Schokolade. Ich mag das normal auch mit der dunklen lieber, weil die weiße ist immer weil sehr süß. Weil das so ein Kontrast dann ist. Ja. Also das ist unser Lieblingsmagnum. Mhm. Ne? Und schreibt uns in die Kommentare, welches ist euer Lieblingsmagnum oder auch gerne, welches ist euer Lieblingseis. Also wir müssen da gar nicht bei der Marke bleiben. Und ob ihr schon eins von diesen Pink und Black probiert habt, wie ihr die findet, ob ihr noch mehr Ideen habt, welches Snacks wir testen sollen. Und vielleicht sonst, auch direkt für den Sommer noch mehr Eistests. Ja. Genau, die testen wir sehr gerne. Wenn ihr noch gute Vorschläge habt, bei dem Wetter sind wir da ganz begeistert. Und ihr könnt uns einfach noch ein paar Vorschläge machen, was wir testen sollen. Alles unten in die Kommentare rein. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.